Sind Sie eigentlich per Du oder per Sie? Du. Per Du. Ja. Sie nennen Sie Angela. Ja, ja, ist Ihr Name, ich meine. Ja, ja. Sie nennt mich Philipp. Ja. Geboren irgendwann im Februar 1973, irgendwo an den Ufern des Mekong, mitten im Vietnamkrieg. Wann genau, warum seine Eltern ums Leben gekommen sind, er weiß es nicht. Wer genau den kleinen Jungen, noch ein Säugling, in einem katholischen Waisenhaus abgegeben hat, er weiß es nicht. Mit 8 Monaten adoptiert von der Krankenschwester Sigrid Rösler und dem Bundeswehrpiloten Uwe Rösler. Er ist 4, als sich die Eltern trennen, und wächst fortan beim Vater auf. Morgen hat er Geburtstag, vielleicht. Denn das Datum hat irgendjemand irgendwann mal festgelegt. Jetzt hat er sich festgelegt auf Joachim Gauck und gilt plötzlich als Präsidentenmacher, der den neuen Kandidaten mit dem Satz begrüßt haben soll: Und wie haben Sie Ihr Haus finanziert? Herzlich willkommen also dem Vizekanzler, Wirtschaftsminister, FDP-Chef Philipp Rösler. Herzlich willkommen. Hallo. Wie geht's? Auch eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Wie oft hat sich denn Herr Gauck seit Sonntag bei Ihnen bedankt? Also er hat sich bedankt, das stimmt. Ja. Ich einmal rübergebeugt, sie im Kanzleramt noch waren. Das fand ich eigentlich ganz nett, weil wir uns so locker unterhalten haben. Und irgendwann beugt er sich rüber, fasst mich so am Arm und flüstert so: Danke. Und das war dann okay. Ehrlich? Ja. So ganz konspirativ? Ein bisschen konspirativ war es, ja. Was haben Sie geantwortet? Da nicht für oder gern geschehen? War einfach baff. Konnte jetzt irgendwie nicht so antworten oder so. Ja. War doch nicht so spontan, sondern war ja auch ein anstrengender Tag. Stimmt diese Geschichte mit der Frage nach dem Kredit fürs Haus? Also wir hatten ja, das war ja schon nachdem alle gesagt haben, wir unterstützen den Gauck. Gelöste Stimmung, alles sehr entspannt. Und da kamen ein paar ironische Anmerkungen von mehreren Seiten. Das kann so gewesen sein, ja. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und dann schwebt jetzt natürlich die Frage im Raum: Hat sich auch Frau Merkel schon bei Ihnen bedankt? Bei mir persönlich noch nicht direkt. Ja. Aber ich glaube, wir waren uns ja dann sehr einig, dass es ein hervorragender Kandidat ist. Sie waren sich da extrem einig. Ja. Das haben wir alle mitgekriegt. Ja. Am Ende, ja. Haben wir gemeinsam eine Pressekonferenz gemacht. Da waren Sie ganz Ihrer Meinung. Ja, also zu Anfang musste man sich finden, das ist ja manchmal so in Koalitionen, aber am Ende haben wir das ja dann auch gemeinsam in der Pressekonferenz vertreten. Also Herr Rösler, jetzt mal, bitte, ganz ehrlich, okay. Jetzt mal, bitte. Konspirativ. Die haben Sie doch über den Tisch gezogen. So würde ich das niemals sagen, ich glaube, das wäre auch nicht so gewesen. Sondern also wir hatten schon eine klare Position. Und, Sie hatten eine klare Position. Schon relativ frühzeitig. Und wir haben das auch immer wieder angesprochen. Sie im Sinne von ich. Ja. Sie im Sinne von Sie, Philipp Rösler. Genau. Und ich habe das immer wieder auch angesprochen. Aber irgendwie hatte man das Gefühl gehabt, man dringt noch nicht gleich sofort durch. Es hat also ein bisschen gedauert. Hat dann eben das ganze Wochenende gedauert. Also das heißt, Frau Merkel hat nicht auf Sie gehört, ja? Sie hat einfach eine andere Position gehabt. Ich meine, das ist auch erklärlich. Wenn die Union hat ihre Position gehabt, wir hatten unsere. Es klang ja schon am Freitag durch, da gab es schon einige, die das gefordert haben. Jetzt muss sich die FDP auch in die eine oder andere Richtung aussprechen. Und sowas macht man, glaube ich, dann auch nicht über die Öffentlichkeit, sondern man trifft sich und versucht dann irgendwie in vertraulichen Gesprächen dann zueinander zu kommen. Und das war genau auf der Weg. Es gab diese berühmte CDU-Präsidiumssitzung, Telefonkonferenz. Mhm. Merkel, die ganzen CDU-Wichtigen, alle sind am Telefon. Sie beginnt dieses Gespräch, nach allem, was wir wissen, mit dem Satz: Der Gauck wird's nicht. Und fragt am Ende dieser relativ langen Diskussion: Ist irgendeiner für Gauck? Und alle sagen: Nein, natürlich nicht. Wusste sie da schon, dass Sie für Gauck sind? Nee, weil die Telefonschaltkonferenzen der Präsidiumssitzung waren parallel. Und bei uns lief unsere Telefonschaltkonferenz etwas anders. Vom Anfang her und auch vom Ende her. Wie war's denn? Ich habe dann den Diskussionsgang geschildert und habe dann gesagt, also ich glaube, für unser Land angesichts der Vorgeschichte, den das Amt jetzt auch in den letzten beiden Monaten durchgemacht hat, ist, glaube ich, das Wichtigste, jetzt jemand zu finden, der die Würde und das Vertrauen in das höchste Staatsamt zurückbringen kann. Ich bin der Meinung, das kann eigentlich nur Joachim Gauck. Hab dann abgefragt, wie die anderen Kollegen das gesehen. Hab dann gesagt, gut, da sind wir uns da einer Meinung. Rainer Brüder hat nochmal gefragt und gesagt, pass mal auf, das ist die Linie des Parteivorsitzenden. Wenn es schief läuft, dann ist es immer keiner gewesen. Deswegen frage ich hier nochmal ausdrücklich, gibt es jemand, der es anders sieht? Gab es Gegenstimmen? Ich glaube, keine einzige Gegenstimme. Waren alle völlig auf Ihrer Linie? Völlig auf der Linie. So, das lief also parallel? Das lief parallel. Hatten Sie da schon diese Idee so klar im Kopf? Und hatten also demzufolge die Kanzlerin auch gewarnt und gesagt, passen Sie auf, da sind Sie eigentlich per Du oder per Sie? Du.
Herr Du. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es nachmeine. Also jetzt. Ja. Ja. Sie nennen Sie Angela. Ja, das ist Ihr Name. Ich meine, das ist ja, Sie ja, nennen ja mich Philipp. Ja. Also dann erst recht die Frage, wenn man also sich so nahe steht, dann ruft man sich doch unter guten Freunden an und sagt, du Angela, ich habe da mal eine Idee, was hältst du davon? Vor der Präsidiumskonferenz. War ja sogar noch viel besser. Wir haben uns ja nicht nur während der Präsidiumskonferenz getroffen, die war am Sonntag. Und wir hatten uns ja schon getroffen am Freitag, direkt abends im Kanzleramt, Samstag vormittags, dann war ich kurz zu Hause und dann sonntags wieder im Kanzleramt. Und jedes Mal haben wir genau über diese Frage diskutiert. Und ich habe immer wieder deutlich gemacht, dass sich auch öffentlich sich schon viele Kollegen noch mal daran erinnert haben, dass schon bei der letzten Wahl viele auch aus meiner Partei ganz bewusst, gerade die Kollegen aus den neuen Bundesländern, Herrn Gauck gewählt haben und dabei bleiben und auch diese Forderung aufstellen. Also es war jetzt nicht vollkommen überraschend aus heiterem Himmel, aber irgendwie sind wir noch nicht direkt gleich Freitag und Samstag zueinander gekommen. Das heißt, sie wusste das? Ja. Wie reagiert man dann, wenn man merkt, sie möchte das dennoch nicht? Und ich werde mir da möglicherweise keine neuen Freunde machen. Es ging ja nicht darum, dass ich da Freunde zu machen. Aber wenn man dann merkt, okay, es wird schwierig, dann muss man eben anfangen, ich will nicht sagen, den Druck zu erhöhen, aber dann weiter zu verhandeln, dann weiter drüber reden. Was hat denn die Angela gedacht? Der Philipp fällt da um? Das kann ich nicht ganz ausschließen. Den kriege ich eingefangen? Das kann ich nicht ganz ausschließen. Was sie genau gedacht hat, weiß ich nicht. Aber es hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, als würden wir noch nicht zueinander kommen. Und sie wollte nicht sagen, jetzt unterstützen wir den Gauck mit aller Kraft. Und ich wollte auch nichts anderes. Wie ging es denn dann weiter? Plötzlich laufen über die Agenturen diese Meldungen. FDP legt sich auf Gauck fest. Und Angela muss sozusagen aus der Presse dann erfahren, dass der Philipp was anderes vorhat. Jep. Ja, was soll ich sagen? So war's. Also. Okay. Es war ja was? Beides im Kanzleramt. Also ja. Wir haben die Telefonschaltkonferenz vom Kanzleramt auch in so einem kleinen Raum geführt, sind dann wieder hochgegangen und da waren die Kollegen über die Agenturmeldung schneller, als wir oben im Raum waren. Das heißt, die Meldung war vor auf dem Handy-Display, bevor wir drin waren und dann sind wir schon nett begrüßt worden. Ja, wow. Nett begrüßt worden? Ja. Heißt was? Stimmt das, was wir da gerade über Agentur lesen? Und ja, dann ist man ja schön gleich im Gespräch drin. Das ist doch ein guter Anfang. Man kann den Faden gleich aufnehmen. Ja. Was hat sie denn gefragt? Philipp, hast du sie noch alle? Philipp, ist das dein Ernst? Was fragt man dann? Ach, so würde ich jetzt gar nicht ins Detail gehen wollen, aber es war, wie würden wir Politiker sagen, eine lebhafte Debatte. Wie stellt man sich das denn vor? Also so, wie ich das gerade geschildert habe, kommt das der Realität nahe? Ich male jetzt mal Szenarien an die Wand. Nimmt sie sie zur Seite und sagt, nein. Das heißt, vor allen? Ja, allen waren ja, wir waren ja zu sechst, ja. Zu sechst. So wie Ursula von der Leyen, die mal erzählt hat, dass sie hier in der Sendung, dass sie sie in den Arm genommen hat, als es richtig knüppelhart kam? Also sie hat mich jetzt am Sonntag nicht in den Arm genommen, so viel kann ich verraten. Ja, das verstehe ich auch. Ja. Ja. Und dann gibt es, spannend, wie redet man das dann? Das ist ja ein Gesichtsverlust. Das ist ja etwas, was sozusagen völlig dann von der offiziellen Linie abweicht. Naja, Irgendeiner hat jetzt ein Problem, weil er muss nach draußen gehen und sagen, das, was ich vor einer Stunde gesagt habe, war so nicht gemeint. Naja, also es ist ja nicht nur sozusagen an dem Gespräch dann entstanden und dann sind wir reingekommen und es war eine überraschende Agenturmeldung, sondern wir haben, wie gesagt, die gesamte Zeit diskutiert. Und meine Frau hat mir am Sonntag gesagt, als ich auf dem Weg nach Hannover, von Hannover nach Berlin war, pass auf, komm ja nicht wieder mit einem sogenannten Konsenskandidaten, der Mitglied der CDU ist, mal bei der SPD gesprochen hat, artig den Müll trennt, ein Buch über Freiheit gelesen hat und Professor ist, sondern kümmere dich darum, dass wir nach diesem großen Ansehensverlust jemanden kriegen, der die Autorität wieder in das Amt des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland wiederherstellen kann. Das heißt, das ist deine Aufgabe. Das war nicht Ihre Idee mit Gauck, sondern die Ihrer Frau. Wenn ich ganz ehrlich bin, war es zumindest auch mit Ihre, ja. Sehr sympathisch. Über dieses Gespräch ist ja viel diskutiert und spekuliert worden. Gibt die einen, die sagen, politische Kommentatoren, die sagen, wenn Angela Merkel böse ist, wird sie ganz leise und eiskalt. Andere sagen, das war sehr, sehr laut. Wie war es denn? Also es war nicht leise und eiskalt. Also leise war es nicht. Also wie gesagt, eine lebhafte Debatte ist dann schon lebhaft.
Also ist das so dieses Bosbach- und Pofalla-Ding eher so? Nee, das nicht. Also war schon alles ohne Beleidigung und so. Ohne Beleidigung? Ja. Ist sie beleidigt jetzt? Nee, ich habe am Montag nochmal angerufen. Und und auf die Mailbox gesprochen. Nee. Also man kann ja sehen, wer es ist. Also jedenfalls bei mir. Ich habe eine Rufnummernanzeige und dann haben wir ganz normal gesprochen. Gibt ja auch ein paar Themen noch außerhalb der Frage, wer wird unser Bundespräsidentkandidat? Und das haben wir dann eben besprochen. Wie hat denn Angela Sie abgespeichert? Unter Philipp oder unter Philipp Rösler? Oder das weiß ich gar nicht genau. Müsst ihr einmal nachgucken, oder? Wie haben Sie abgespeichert? Unter Dr. Angela Merkel. Oh. Unter D? Naja, ich glaube, man kann den Titel noch so anklicken und so. Das wird dann nicht aufgenommen, sondern wenn man sucht unter Merkel. Aber heutzutage können Sie einen Buchstaben angeben und dann kriegen Sie alles. Sie haben am Montag noch mal gesprochen, sagen Sie. Was war das für ein Gespräch? Naja, wir hatten fachliche Themen, die wir gemeinsam diskutiert haben. Und ich glaube, das war ganz gut. Hat sie so einen Satz gesagt wie, man sieht sich im Leben immer zweimal? Nee, hat sie nicht gesagt. Wie fanden Sie den Spruch von Herrn Bosbach? Ach, ich sehe das ganz entspannt, weil erstens habe ich ihn schon öfter gesehen als zweimal. Ja. Und ich weiß, was er damit sagen will, aber das gehört eben auch zum politischen Geschäft eben mit dazu. Mhm. Aber ich finde, es war eine wichtige Phase, ist ein wichtiges Amt. Und es hat ja auch eine gewisse Vorgeschichte gehabt. Schon die Diskussion zur Wahl vor 2 Jahren. Mhm. Jetzt die Diskussion ist ja nicht einfach nur eine Wahl, die ansteht, sondern es gab eben die Vorgeschichte um das höchste Staatsamt. Und ich glaube, es ist unbestritten, dass Vertrauen und Würde verloren gegangen ist. Und das schädigt nicht nur das Amt des Bundespräsidenten, sondern das trifft Politik insgesamt. Es gibt keine Veranstaltung, wo man nicht dann eine Rede gehalten hat, ein Geschenk kriegt und dann jetzt immer dazu gesagt wird, welchen Preis das Geschenk hat. Also ich habe gestern 2 Bücher gekriegt und da wurde gesagt, übrigens, die können Sie annehmen, die haben nur 10 Euro gekostet. Und so billige Bücher schenken wir Ihnen. Ja, aber die sind schön. So, kommt auf die Inhalte an. Aber Taschenbücher, mehr ist nicht mehr drin. Die waren schon richtig Hardcover. Aber trotzdem zeigt das eben, wie die Diskussion eigentlich Einfluss genommen hat auf die Wahrnehmung von Politik, politischen Institutionen. Und wenn Sie sich mit Herrn Gauck unterhalten haben, und wir haben uns ja nicht nur über Hauskauf unterhalten, sondern ich meine, er hat beschrieben, es ging um den 18. März, das ist der Tag, an dem er gewählt werden soll. Mhm. Das ist der Tag, ein wichtiger Tag ist, ne? Genau, der ersten freien Volkskammerwahl in der DDR. Und dann hat er beschrieben. Der ersten und der letzten, ne? Auch dazu. Und da hat man Gänsehaut gekriegt, wenn er geschrieben hat, er hat gewählt, ist rausgegangen, hatte Tränen in den Augen. Und dann hat ihn jemand gefragt, was da los ist. Er hat gesagt, ich habe gewählt und ich musste 50 Jahre alt werden, um wählen zu gehen. Und dann hat er gesagt, ich werde niemals nicht mehr wählen gehen. Und ich meine, überlegen Sie mal, wie oft reden Politiker darüber, dass es notwendig ist, wählen zu gehen. Demokratische Verantwortung, irgendwelche Dinge. Aber es wirkt noch nicht mal halb so authentisch und glaubwürdig wie jemand, der 50 Jahre lang warten musste und jetzt wirklich sagen kann, hey, wie wichtig ist wählen zu gehen. Und ich glaube, das ist das beste Beispiel, das zeigt, dass Joachim Gauck in der Lage sein wird, das verloren gegangene Vertrauen in die demokratischen Institutionen und Vorgänge zurückzubringen. Mhm. Die Frage, die ich mir oft gestellt habe, war, hätten Sie diese sehr mutige Entscheidung auch so konsequent und beinhart durchgezogen, wenn Sie nicht bei 1,8% stehen würden? Dann überlegen Sie mal, wenn Sie über Neuwahlen nachdenken müssen, bei den aktuellen Umfragen wünscht man sich das nicht als Parteivorsitzender. Ja. Aber es gibt eben Momente, da muss man sagen, okay, man kann Ämter verlieren, man kann Wahlen verlieren, aber eben nicht seine Überzeugung. Und gerade bei dem wichtigen Amt, und es wirkt ja nicht nur für das Amt, sondern es wirkt insgesamt für die Politik. Und da habe ich gesagt, da bleibe ich mal bei meiner Position. War das dieses Gefühl, ich muss jetzt mal Kante zeigen und ich habe aber auch tatsächlich in Wahrheit nichts mehr zu verlieren, weil ich jetzt liefern muss. Das hatten Sie ja angekündigt, als Sie FDP-Chef geworden sind. Ja, aber wobei, ich habe da wirklich nicht an die Bundespräsidentenwahl gedacht in dem Moment. Und deswegen war das nicht das Ausschlaggebende, sondern das Ausschlaggebende war, wir haben hier eine schwierige Situation. Wir suchen den richtigen Kandidaten. Wir hatten eine klare Vorstellung. Mhm. Es gab diesen einen guten Namen, den wollte ich. Ich habe vorher nochmals gesagt, wie wichtig mir das ist, auch am Freitag, am Sonntag nochmal vorher in einem Pressestatement. Und ich habe auch gesagt, das will ich durchkämpfen und deswegen habe ich es auch getan. Die Chance hätten Sie ja schon vor 2 Jahren gehabt, deutlich zu sagen, ich bin für Joachim Gauck. Aber Sie konnten sich nicht durchsetzen damals, als FDP. Naja, es gab viele damals, die auch schon unseren Reihen, wie gesagt, damals nicht nur gesagt haben, wir würden ihn wählen, sondern die ihn auch gewählt haben. Sie auch? Ich habe ausdrücklich damals Christian Wulff unterstützt. Ich meine, ich war sein Stellvertreter, als er noch Ministerpräsident war. Mhm. Ich war stellvertretender Ministerpräsident. Aber wenn man dann erkannt hat, und ich habe damals wirklich geglaubt, er wird ein guter Präsident werden, dann ist man doch froh, wenn man jetzt
die Entscheidung korrigieren kann. Und deswegen kann man sich dann auch vehement dafür dann auch einsetzen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sich diese Affäre, wir müssen es jetzt nicht im Einzelnen durchdeklinieren, mal anschauen, wenn Sie das Revue passieren lassen? Wie reden Sie mit Ihrer Frau, die ja offensichtlich wichtig ist in Ihrem Leben? Wie reden Sie mit der darüber? Auch wichtig ist für Sie. Ja, aber wie reden Sie mit der politisch darüber? Also meine Frau ist ja sehr politisch. Wir haben uns ja auch in der Politik dann selber kennengelernt. Wir kennen die Wulffs ja auch privat. Und insofern beschäftigt einen das nicht nur dienstlich, wie geht er mit dem Amt um, sondern natürlich auch persönlich, wie entwickelt sich das? Mhm. Wir haben ja eine lange Zeit auch einen gemeinsamen Weg gehabt. Und es wäre jetzt, glaube ich, nicht sehr mutig, wenn man sagen würde, ich habe nie was mit ihm zu tun gehabt. Mhm. Und wir hatten eine gute Koalition in Niedersachsen. Und das wollen wir auch nicht missen. Und darüber sprechen wir auch. Wirtschaftsminister, haben Sie ihn angerufen nach dem Rücktritt? Ja, und eines zu sagen, ich habe ihm dann gesagt, ich telefoniere gerne mit dir, nicht nur wenn du Bundespräsident bist, sondern auch wenn du nicht Bundespräsident bist. Was sagt man einem Mann, der so tief gefallen ist? Wir haben das neulich auch hier in der Sendung besprochen. Du bist an einem Montag in Rom. Dann hast du da eine Riesen-Eskorte, 140 Leute, die da mit dir gemeinsam Staatsbesuch in Rom. Ja, du kachelst dann mit 100 Sachen durch die Innenstadt in Rom. Und der rote Teppich wird dir nicht nur ausgerollt, du wirst in rote Teppich hier fast eingehüllt. Und eine Woche später fährst du im Nieselregen durch Niedersachsen in einem Skoda in das Einfamilienhaus und sagst, da bin ich wieder. Und dann geht in Großburg-Wedel das Garagentor runter. Also Niedersachsen ist wunderschön. Ja, ja. Auch bei Nieselregen, ich kann das sagen. Wir wohnen da in der Nähe. Natürlich, aber ich weiß nicht mal, ich glaube, manchmal ist es auch so, dass Sie, erstens das Gespräch, was Sie geführt haben, war privat, das wird es auch bleiben. Aber manchmal ist man einfach erleichtert, wenn Sie das ständig erleben müssen. Und Sie werden ständig, wir würden sagen, in Hamburg würden Sie sagen, betütert. Dann ist es, glaube ich, mal wirklich ganz schön, wenn Sie wieder ein ganz normales Leben führen können, wie du und ich auch. So fühlt man sich dann, glaube ich. Aber das können Sie doch gar nicht. Also eher jetzt. Och, ich glaube, das kann man schon. Ich kann doch nie mal zum Bäcker gehen. Ich glaube, gerade zu seinem Bäcker um die Ecke kann er es auf jeden Fall. Kann er nicht. Doch. Da wird er doch sofort fotografiert. Ja, also es gibt auch schon Bäcker, die... ich habe am Samstag, am Montag, war ich auch beim Bäcker. Und da habe ich vorher, weil es gibt nicht so viele in meinem Dorf, so viele Plätze, wo man ein Pressestatement abgeben kann, wo der Hintergrund einigermaßen schön ist. Und das ist dann dieser zentrale Dorfplatz und da ist halt auch der Bäcker. Und dann hat meine Frau gesagt... Wissen, ich höre auf meine Frau, bring noch Brot mit. Und dann habe ich die Kollegen gebeten und gesagt, wir machen jetzt das Statement. Und danach geht ihr mit euren Kameras dann weg und ich kann noch ein Ruhe Brot kaufen. Das haben die auch gemacht, also es geht auch. Das ist ja spektakulär. Brot kaufen ist gar nicht so schwer. Ja, Hammer. Aus dem Leben eines Vizekanzlers. Ich würde gerne eine Rede, einen kleinen Ausschnitt kurz mit Ihnen besprechen. 14. Mai 2011. Da rätseln wir seit Monaten. Was wollte uns der Künstler damit sagen? Wir hören einmal ganz kurz rein. Bitte schön. Wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser werfen, dann hüpft er sofort heraus. Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen und dann langsam die Temperatur erhöhen, wird er zuerst nichts merken und nichts machen. Und wenn er etwas merkt, dann ist es zu spät für den Frosch. So viel zum netten Herrn Rösler. So, und jetzt hat sich Deutschland 9 Monate gefragt, was hat er genau gemeint? Wann hat Frau Merkel gemerkt, ich bin der Frosch? Ja. Schätzungsweise bei der besagten Telefonschaltkonferenz des CDU-Präsidiums. Aber was ich damals sagen wollte, um es auch noch zu sagen, es ging damals um die Frage, wie geht man mit der Freiheit um? Mhm. Und die Botschaft war eigentlich, wenn es eine Revolution gibt und die Freiheit wird bedroht, weil eine Diktatur ansteht, dann begreift jeder, okay, die Freiheit ist in Gefahr, wir wollen die Freiheit jetzt verteidigen, los geht's. Mhm. Aber schlimmer ist so ein schleichendes Anknabbern der Freiheit, mal hier, mal da. Und irgendwann sieht man sich um und stellt dann fest, man lebt gar nicht mehr in einer freien Gesellschaft, sondern eher in Unfreiheit. Und ein großer Liberaler, Karl-Hermann Flach, hat mal gesagt, die Freiheit stirbt scheibchenweise. Und eigentlich wollte ich das mit dem Beispiel deutlich machen, dass man eben höllisch aufpassen muss, auch wenn man sich erstmal so ganz wohl fühlt in dem noch wohltemperatierten Wasser, dass eben trotzdem irgendjemand dabei ist, die Temperatur zu erhöhen. Und wenn man es dann merkt, dann ist es zu spät. Und das war eigentlich
die Beschreibung, wie gefährdet ist in der heutigen Zeit die Freiheit. Spannender Vergleich. Dieser sehr spezielle Humor, der Sie auch auszeichnet, woher kommt der? Wann haben Sie den entwickelt? Ich habe Sie gestern gesehen, Dreikönigstreffen. Da haben Sie, das fand ich ehrlich gesagt spektakulär, Aschermittwoch, wir sind nicht bei Dreikönig, Entschuldigung, Aschermittwoch. Da haben Sie in Bayern darüber gesprochen, was Sie vorhaben, was die großen Pläne der FDP sind und haben eine Stunde aus dem Stand gesprochen, Stegreif? Ja, nicht ganz. Also man bereitet sich schon darauf vor und überlegt. Aber Sie hatten kein Manuskript? Kein Zettel dabei. Sie hatten mehr Gags als Harald Schmidt im letzten Stand-up. Ehrlich? Ja. Ja, läuft. Cool. Läuft. Immer einen Plan B. Haben Sie einen Gagschreiber? Nee. Aber es gibt manche Dinge, die entwickeln sich auch, wenn man auch in der Rede dann selber ist, dann entwickelt sich das so aus der Situation dann manchmal heraus. Also es ist nicht immer so, dass man jetzt genau überlegt, das muss aber jetzt an dieser Stelle genau der Gag sein. Dann funktioniert es meistens auch nicht. Das muss ich dann einfach ergeben. Wir zeigen Ihnen jetzt mal zu Hause einen kleinen Ausschnitt aus der aktuellen Philipp Rösler Show. Bitte schön. Wow. Es stimmt, im Vatikan, da ist der Teufel los, aber wissen Sie was? Seine kleine Schwester regiert dafür in Berlin. Das ist natürlich ganz böse, aber übrigens, Frau Merkel gibt es jetzt auch als Barbie-Puppe. Nein, ernsthaft. Der einzige Nachteil ist, kostet nur 300 Euro. Also die Puppe selber kostet nach wie vor 20 Euro, aber richtig teuer sind die 40 Hosenanzüge. Das stimmt, wir streiten uns gelegentlich im Kabinett. Der Röttgen mit dem Brüderle, die Merkel, Angela mit dem Guido. Ein bisschen ist das manchmal wie Zickterror. Aber das ist keine Koalition, sondern manchmal eine schlagende Verbindung. Wo haben Sie das gelernt? Nur, dass wir das nochmal festhalten, ist eine etwas ältere Aufzeichnung. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, wo man das lernt. Würden Sie das heute nicht mehr machen? Also wir hatten ja eine Aschermittwochsrede gestern. Da habe ich solche Dinge weggelassen. Das waren mehr die politischen Aussagen, die auch hart waren, die auch mal witzig sein können, auch anderen gegenüber, auch dem politischen Gegner gegenüber. Aber gelernt, dass wenn Sie über Jahre dann Politik machen, dann gibt es auch solche Veranstaltungen, wo sie solche Reden halten müssen. Es gibt große andere Reden, von Haushaltsreden, von Regierungserklärungen, eben dann bis zu sogenannten Launigen-Reden oder auch Aschermittwochsreden, wo sie ein bisschen zünftig sein müssen und gerade mit dem politischen Gegner dann damit umgehen müssen. Und dann erzählt man auch schon mal einen Gag über Barbie-Puppen und 40 Hosenanzüge. In letzter Zeit nicht mehr. Deswegen habe ich ja noch bewusst darauf hingewiesen, dass eine etwas ältere Rede ist. Aber trotzdem, Aschermittwoch, da muss man ein bisschen zünftig mit umgehen. Also mit Herrn Gabriel, mit Herrn Trittin. Gibt politische Kommentatoren, die schreiben und sagen, da erlebt man gerade einen Philipp Rösler, der mit sich selber im Reinen scheint. Und das war vor diesem Coup mit Gauck. Woher kommt das, dieses mit sich im Reinen sein? Ich meine, Überlegung ist, wenn Sie da völlig neu reinkommen in das neue Parteiamt, Sie werden Vorsitzender, Sie werden Wirtschaftsminister, vorher war ich Gesundheitsminister, werden dann noch Stellvertreter der Bundeskanzlerin, dann haben Sie die ganze Zeit über nicht eine Sekunde mal die Möglichkeit gehabt, strategisch nachzudenken, mal in Ruhe nachzudenken, alles zu durchdenken, was mit Ihnen passiert ist, was passiert und was weiter passieren soll. Genau. Und deswegen habe ich einfach schlichtweg auch die Weihnachtsphase gebraucht, um dann mal genau solche Überlegungen anzustellen, dann war das eigentlich relativ klar. Was hast du vor für das Jahr 2012, für das Jahr 2013? Und dann muss man es angehen. Aber so eine Phase braucht jeder mal. Diese Geschichte, die Sie eben aufgezählt haben, Vizekanzler, Gesundheitsminister, Wirtschaftsminister, plötzlich FDP-Chef, 38 Jahre alt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich mal und mal ganz ungeschminkt, so wie es ist, mir würde der Arsch auf Grundeis gehen. Wir würden es anders formulieren. Ja. Wir würden Sie es formulieren. Wie sagt man, was sagt man in FDP-Kreisen für Arsch? Als Politiker sagt man ganz respektvoll, also wir haben großen Respekt vor dieser enormen Herausforderung, so sagen das Politiker immer, das sagen die immer. Aber, nervt Sie diese Sprache manchmal? Auch in der Stelle habe ich wirklich Respekt, aber manchmal ist es schon so, also mein Vater, der sagt dann immer,
wenn wir so in ganz normalen Gesprächen sind, du hörst dich jetzt schon an wie ein Politiker. Man sagt dann auch nicht, man sagt auch nicht, oh, ist eine Beleidigung, ich habe mich, nö, ist eine gewisse Anerkennung, aber es heißt auch, jetzt ist gut. Man sagt nicht, oh, ich habe mich getäuscht, sondern es haben sich neue Sachverhalte aufgetan, die uns dazu veranlassen, die Situation neu zu überdenken. Und dann weiß man, da freut sich der alte Deutschlehrer wahnsinnig drüber. Aber so braucht man nicht im zwischenmenschlichen Miteinander dann sein. Und da muss man aufpassen, dass man sich das nicht angewöhnt. Lernt man sowas? Also diese verblümte Sprache, die Norbert verblümte Sprache, Spitzenwortspiel gerade, ne? Wahnsinn. Nein, lernt man sowas ja, irgendwo? Ja, geht so. Hm? Geht. Ja. Aber lernt man sowas irgendwo? Man muss aufpassen, man muss echt höllisch aufpassen, weil es ja so ist, wenn Sie dann sagen, nee, so will ich nicht sein und sag mal grad raus, wie es ist, dann kriegen Sie so viel Feuer, richtig Feuer gemacht, genau, von Ihren Kolleginnen und Kollegen, Journalisten. Und dann überlegen sich das zweimal. Und dann wundert man sich immer, naja, irgendwann hat man relativ glatt geschliffene Politiker. Mhm. Weil alle sagen, eigentlich möchten wir gerne, der soll mal richtig grad raus reden, sagen, was er ja denkt, Hauptsache er denkt. Aber in Wahrheit ist es dann doch nicht ganz so, sondern wenn man da sagt, so, also alles Mist und auch gerade andere Wörter benutzt, dann wird das nicht honoriert, das wird sehr schwierig. Ist Mist angesehen auch schon auf dem Index bei der Mist FDP? Mist geht noch, Mist ist okay. Mist geht noch, ja. Opposition ist Mist, Müntefering und so, das geht ja alles noch. Die ist wirklich Mist, die Opposition. Wenn Sie selber jetzt an so einflussreicher Position sind, wie oft haben Sie es denn mit Versuchen zu tun, Sie zu korrumpieren, Sie für sich einzunehmen, Lobbyismus, Stichwort? Ja, die sagen ja nicht, hier hast du 1.000 Euro, jetzt entscheidet das mal nee, so und so. Das läuft ja und viel subtiler. Sagen, Sie sind ein ganz kluger Mann, haben Sie nicht schon mal drüber nachgedacht? Gucken Sie doch mal die Argumente an. Ist doch eigentlich sehr klar, dass wir recht haben. So funktioniert das dann. Und es ist nicht so, ah, hier, komm, weiß doch schon. Und so funktioniert, da muss man eben aufpassen und wirklich wissen, auf wen man sich verlassen kann. Mhm. Auf unabhängige Berater, die dann sagen, pass mal auf, der kommt schon seit 20 Jahren, erzählt immer dasselbe, jetzt kommt das zu dir. Und hör bloß nicht auf den. Und solche Leute braucht man. Wer hat mal versucht, sie zu kriegen? Und wie? Ich glaube, jeder versucht, einen irgendwie zu kriegen mit seinen Argumenten, mit seinen Aussagen. Eben, wo doch mal packt bei der man sie? Entscheidung. Wo packt man sie? Ich habe mal vor vielen Jahren ein Buch gelesen über KGB-Agenten. Da wurde beschrieben, dass jeder Mensch hat so ungefähr drei Schwächen. Beim einen ist es das Finanzielle, beim anderen die Eitelkeit, beim dritten Sex. Wo kriegt man sie? Lakritz. Lakritz? Lakritz, ja. Lakritz. Salzlakritz. Also wenn Sie mal was vom Wirtschaftsminister wollen. Hm? Lakritz. Aber schwer. Ebenfalls mit Frau Graf, junge Piratin, die ebenfalls hier saß und sagte, man merkt das dann plötzlich nicht mehr. Du bist dann so drin in dieser Dunst, in dieser Käseglocke, du kriegst das gar nicht mehr richtig mit. Wer schützt Sie? Ihr Vater oder Ihre Frau? Ich glaube, beide. Die gesamte Familie auch. Ich meine, sie brauchen immer irgendjemanden, mit dem sie sich unterhalten können, der nicht sozusagen in einem Trott drin ist. Aber übrigens schützen tun einen schon, das will ich mal fairerweise sagen, auch viele gute Beamte, die dann wirklich auch sagen, pass auf, so und so ist die Sachlage. Mhm. Und sie müssen selber entscheiden, aber wir wollten sie nur darauf hinweisen. Wie gesagt, die kommen immer aus dieser Richtung, die anderen kommen immer aus jener Richtung, haben immer die gleichen Argumente. Und sie müssen am Ende abwägen und entscheiden, aber passen Sie auf. Dann habe ich jetzt eine Frage. Wer schützt Sie zum Beispiel vor einem solchen Foto? Schauen Sie mal. Das ist dieser berühmte Kicker. Mhm. Dieses Foto gibt es sozusagen, wenn Sie jetzt die Köpfe austauschen, gibt es eigentlich von jedem. Von Schröder, Wulff, von der Leyen, die standen alle schon an diesem Kicker. Also sie machen rechts auf der Seite ändern sich regelmäßig die Personen, links stehen immer die gleichen. Lassen Sie mich doch nicht wirklich lange stehen, aber es ist tatsächlich so. Also Sie machen hunderte von Fotos jeden Tag, wenn Sie irgendwo stehen und da stehen alle möglichen Leute mit uns. Stellen Sie sich mal schnell zusammen. Stellen Sie sich mal schnell zusammen, genau, und dann machen Sie ein Foto. Da kann einen nicht jeder ständig davor schützen und sagen, mit dem nicht und mit dem doch. Aber ist ein besonderes Foto geworden jetzt in diesem ganzen Kontext? Ja. Weil es eigentlich ein sehr. Das Foto gibt es ja auch mit Gauck in ganz ähnlicher Form. Ja, das habe ich, glaube ich, auch gesehen, gerade irgendwo im Internet. Ja. Das kursiert gerade im Netz. In einer etwas anderen Konstruktion, glaube ich, nicht beim Kicker, aber. Ja, aber genau. Es ist tatsächlich so, also wenn Sie bei Veranstaltungen sind, dann treffen Sie auch viele Menschen und sagen Sie, stellt euch mal zusammen, so sagen das Fotografen, du sagst mir gleich, stellt euch zusammen, wir machen jetzt mal ein super Foto. Und weil denen das dann irgendwann auch zu langweilig ist, immer die gleichen Leute in entweder unterschiedlichem Format zu haben, dann lassen sie sich ganz wahnsinnig witzige Dinge einfallen, sagen, guckt euch an und stellt euch mal oben hin, unten hin, also um die Vielfalt dasselbe zu haben, weil die so viele Fotos machen, dass am Ende wirklich auch für die selbst langweilig wird. Mhm. Dieses Selbstbewusstsein, woher kommt das? Dieses Gefühl,
sehr genau zu wissen, was man will, sehr in sich zu ruhen, mit sich im Reinen zu sein. Woher kommt das mit Ihrer Geschichte? Ursprünglich kann das eigentlich nicht unbedingt zu tun haben. Wieso nicht? Wenn man doch ein Mensch ist, der sich fragen muss, wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Was ist meine Identität? Habe ich überhaupt morgen Geburtstag? Sie wissen das ja gar nicht genau. Ja, aber das hat mich eigentlich nie belastet. Also ich fand den 24. Februar immer super. Das war immer mein Geburtstag. Ich habe den auch nie in Frage gestellt. Ja. Und wenn Sie ganz normal leben wie alle anderen, ich meine, wenn Sie mit 9 Monaten und 8 Monaten adoptiert werden, dann können Sie sich an die Adoption nicht erinnern. Sind Sie bei Ihren Eltern, sind das meine Eltern, das ist mein Vater, mein Papa. Und da würde ich auch später, nie was anderes irgendwann denken. Kommen die Fragen. Auch nicht so sehr. Wenn ich Sie angucke, dann sehen Sie ganz normal europäisch aus. Wenn Sie mich angucken, fällt Ihnen auf, ich bin ein bisschen asiatisch. Aber ich gucke ja nicht ständig in den Spiegel. Und selbst dann würde ich sagen, das ist der Philipp wie immer auch. Und deswegen ist das Frauen wollen doch zum Beispiel immer wissen, welches Sternzeichen bist du? Das wissen sie ja gar nicht genau. Ich Fisch, 24. Februar. Wer hat das festgelegt? Also es war ja, ich bin ja aus dem katholischen Waisenhaus und gab dann über eine Geschichte, wo ich dann mal rausgekriegt habe, aus welchem Waisenhaus selber. Und das waren katholische Nonnen. Und die haben in der Tat selber dann in dem Interview gesagt, sie haben während des Vietnamkrieges 3000 Kinder da durchgeschleust und haben sich dann irgendwie auch am Ende nur für die Urkunden irgendwas ausgedacht. Also tatsächlich kann man jetzt nicht genau sagen, definitiv ist es der 24. Februar. Am Ende ist auch egal, ob es der 24. oder 25. ist. Meine Eltern haben sich auf den 24. geeinigt und ich finde das ganz super. Was wissen Sie über Ihre Anfänge, über Ihre ersten Lebensmonate? Was wissen Sie darüber? Ich habe lange Zeit gar nichts gewusst und dann war es so, dass ich bei einer Veranstaltung war und dann hat mich einer gefragt, wo kommen Sie denn her? Dann habe ich das Dorf genannt und hat er gesagt, ist ja ein Zufall, da kommt meine Tochter auch her. Und seine Tochter ist eines von den letzten Kindern gewesen, die am Ende des Vietnamkrieges ausgeflogen wurde. Das Flugzeug ist abgestürzt, zur Hälfte ausgebrannt. Und dann hat der Spiegel eine Geschichte gemacht mit den überlebenden Kindern fast 20 Jahre später. Und dann haben sie eben über das katholische Waisenhaus berichtet. Und dann konnte ich eben genau das Waisenhaus selber, also das Gebäude dann selber sehen und eben auch die beiden katholischen Nonnen, die dann interviewt wurden, die haben damals noch gelebt. Und die haben dann eben beschrieben, wie das so zustande gekommen ist. Wie ging es dann weiter? Also meine Frau, natürlich auch auf, hat dann gesagt, wir fahren dann irgendwann mal nach Vietnam, damit wir mal so grob ungefähr wissen, wo es ist. Wie ging es für Sie weiter? Der kleine Junge, namenlos, völlig unklar, wer eigentlich die Eltern sind, wo die Eltern auch verblieben sind. Haben Sie eine Ahnung, wie die ums Leben gekommen sind? Gar nicht. Also meine Eltern haben gesagt, mein Vater hat 2 leibliche Töchter und war Pilot bei der Bundeswehr. War zur Ausbildung in den USA, da war eben der Vietnamkrieg besonders prägend zur damaligen Zeit. Und dann hat er sich mit meiner Mutter entschieden, wir wollen noch ein drittes Kind, aber kein eigenes, sondern wir adoptieren eins von den vielen elternlosen Kindern. Und dann haben die sich an Terre des Hommes gewandt. Terre des Hommes, die Organisation, hat damals noch Adoptionen vermittelt. Und dann haben sie gesagt, wir möchten gerne ein Kind adoptieren. Und so bin ich dann gekommen und mit dem Flugzeug hier gelandet. Und dann haben meine Eltern mich das erste Mal gesehen. Also sie konnten mich jetzt nicht aussuchen oder so. War also quasi Überraschungspaket. Sie wurden einfach so geliefert? Quasi. Ja. Und dann trennen Sie... Das ist bei allen Kindern so, die sucht man sich auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, ich frage auch immer, wenn ich mitkriege, dass Frauen schwanger sind, weißt du schon, was geliefert wird? Mhm. Man weiß es ja nicht so genau. Mit 4 Jahren trennen sich Ihre Eltern. Und Sie wachsen dann bei Ihrem Vater auf. Mhm. Der Vater, Bundeswehr, Pilot. Was war das für ein Aufwachsen? Sie waren ganz normal Kindergarten, Schule, aber wo gingen Sie dann Mittagessen? Also die Schule war direkt gegenüber der Kaserne und dann bin ich nach der Schule über die Straße gegangen in die Kaserne und habe dann ganz normal mit den Offizierschülern dann gegessen, dann meine Hausaufgaben gemacht, dann durfte ich nach Hause und dann lernt man ganz besonders schnell zu essen, weil bei der Bundeswehr ist es so, man fängt erst an, wenn der Kommandeur anfängt zu essen, man hört aber auch auf, wenn der Kommandeur aufhört und damit man schnell fertig ist, muss man ratzfatz alles aufgegessen haben. In jungen Jahren gleich das Wesentliche gelernt. Haben Sie Magenprobleme? Geht so. Ihr Vater sagte über Sie, an Philipp wird sich noch mancher die Zähne ausbeißen. Akku. Hat er da an Angela gedacht? Glaube ich nicht, nee. Aber wenn Papa das sagt, dann muss es stimmen. Diese Entscheidung Ihres Vaters, Sie sozusagen zu sich zu nehmen, aufzuziehen, die Mutter ging ja dann mit den beiden leiblichen Kindern ihre eigenen Wege, aber Sie waren dann derjenige, der beim Vater aufgewachsen ist. Diese Entscheidung, woher kam die? Warum hat er die so getroffen? Ich weiß es nicht, das ist jedenfalls großartig. Ich bin meinem Vater natürlich mein Leben lang dankbar, Sie müssen überlegen.
in den 70er, 80er Jahren zu sagen, als alleinerziehender Vater bei der Bundeswehr, ist nicht ganz einfach. Und trotzdem hat er sich immer für seinen Sohn entschieden, für die Familie, seine Karriere aufgegeben. Das finde ich großartig. Und da bin ich meinem Papa auch sehr dankbar für, klar. Mhm. Wann war Ihnen klar, ich gehe jetzt mal den Weg in die Politik? Wie kam es dazu? Ja, die Geschichte ist ja bekannt. Ich habe ja Medizin studiert und Sie sind Arzt. Ja, aber war nicht so irre gut. Und hier sitzt der Landarzt. Sie müssen jetzt aufpassen, was Sie sagen. Genau. Ich bin dann irgendwie in den Landtag gewählt worden und ich sag mal, alle Patienten haben sich wahnsinnig gefreut, mir gratuliert. Keiner hat gesagt, schade, dass Sie nicht mehr der behandelnde Therapeut sind. Und da dachte ich so, und es stimmt tatsächlich. Also es war wirklich so. Mein Chefarzt hat mir nach einer Operation auf die Schulter geklopft und gesagt: Oh, Mensch Rösler, du bist bei keiner Operation der Beste. Aber in jedem Fall der Fröhlichste. Und da wusste ich, ich muss in die Politik. So ist es dann super gekommen. Also das heißt, wenn man als Arzt sozusagen keine Zukunft hat und im Grunde gnadenlos scheitert, geht man in die Politik. Ja, zumindest wenn man das Gefühl hat, man kann da noch mehr erreichen als in der Medizin. So würden wir Politiker das sagen. Ja, so würde ein Politiker das ausdrücken, genau. Ja. Mit 45 wollen Sie raus aus der aktiven Politik? Mhm. Ist das immer noch der Plan? Jetzt erstmal durchhalten bis 45, nein, aber ja. Aber die Rente ist doch sicher, da kann doch nichts passieren. Ziel ist es tatsächlich zu sagen, irgendwann hast du viel Politik gemacht. Wie gesagt, da muss man aufpassen, dass man sich verändert. Mein Vater hat immer gesagt, Politiker und Schauspieler haben eins gemeinsam. Sie müssen dann gehen, solange das Publikum noch klatscht. Und es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres als Politiker, die da nicht loslassen können, die dann am Amte hängen. Und es gab auch viele große Politiker, die haben Enormes geleistet in ihrem Leben, aber haben das so ein bisschen dann selber in Misskredit gebracht, weil der Abgang nicht so toll war, weil sie irgendwie nicht loslassen konnten. Und was Sie werden, übernehmen Sie dann, wenn Sie dann mit 45 durch sind? Die Harald-Schmidt-Show oder Gottschalk live? Wenn die so lange durchhalten? Nein, also ich glaube, ich werde dann zu einer politischen Stiftung gehen. Das habe ich mir jedenfalls fest vorgenommen. Man hat ja immer noch so ein Sendungsbewusstsein als Politiker. So, und die machen ja nicht nur Bildungsarbeit im Sinne von Rhetorikkurse, sondern die haben dann auch, finde ich, eine großartige Veranstaltung im Ausland. Als Nichtregierungsorganisationen haben die oft den viel besseren Zugang zu auch staatlichen Stellen. Großartig. Ah, guck. Sehen Sie? Ist schon angekommen, oder? Was hätten Sie denn gerne? Ich kann mal sagen. Wenn Sie 100 Tage nach Gauck, also 100 Tage sozusagen nach Dienstantritt wiederkommen, kriegen Sie den Rest. Okay, ja. Wollen wir das so machen? Machen wir so. Läuft? Top. Ist das ein Deal? Ja, komm her. Zack. Sehr gut. Gefällt mir. Sind Sie eigentlich per Du oder per Sie? Du. Per Du. Ja. Sie nennen Sie Angela. Ja, das ist Ihr Name. Ich meine, ja. Sie nennen mich Philipp. Ja.